Loslassen. Loslassen, loslassen, loslassen. Lass endlich los. Lass doch einfach los. Hör auf, an sie zu denken. Ach, lenk dich doch einfach ab. Boah, da sind so viele Fische im Wasser. Du wirst einen anderen finden. Andere Väter haben auch schöne Töchter. Lass sie los. Du musst sie endlich loslassen. Du, ich kann es echt nicht mehr hören. Wir haben so oft drüber geredet und ich kann mich einfach, ich weiß gar nicht mehr, was ich dir noch sagen soll. Lass sie einfach los. Hallo Leute, ich bin Coach Micha. Solche und ähnliche Sprüche habt ihr bestimmt nach einer Trennung gehört. Und Menschen, die nicht in der Trennungsphase stecken, die nicht getrennt wurden, die nicht plötzlich vor einem Scherbenhaufen stehen und die ehemals gewünschte gemeinsame Zukunft mit dem Ex-Partner ist verschwunden. Die Perspektive ist weg. Pläne, die man hatte, sind verschwunden, haben sich aufgelöst, haben keine Relevanz mehr. Und es fühlt sich je nach Dauer der Beziehung und je nach Intensität und Tiefe so an, als wäre ein großer Teil des Selbst aus einem herausgeschnitten worden, herausamputiert worden. Ja, es ist wie ein Schmerz in der Brust, ein Schmerz im Bauchraum, an den Rippen, rund ums Herz. Das Herz tut weh, das Herz ist gebrochen. Man vermisst diese Umarmung. Man spürt förmlich, wie es sich angefühlt hat, diesen Menschen in den Arm zu nehmen und an sich zu drücken. Und jetzt ist er nicht mehr da. Und dieses Fernbleiben ist wie ein Phantomschmerz, wie wenn man eine Hand verloren hätte. Und spürt aber noch die Hand dort. Ganz ähnlich ist es. Trennungsschmerz ist wie ein Phantomschmerz. Egal, wohin man sich bewegt, überall merkt man, da fehlt was, da fehlt jemand. Sobald ihr aus der Haustür rausgeht und ihr seht irgendwas Interessantes, irgendwas Schönes, irgendwie ein Gebäude, was hübsch ist und eure Ex oder euer Ex hat sich dafür interessiert, für Architektur oder üblicherweise hättet ihr gesagt, ey, schau mal hier, dieses Haus, das ist toll, oder? Wäre das nicht schön, da drin zu wohnen? Solche Dinge triggern euch. Oder es kommt ein Film im Fernsehen, ihr erinnert euch daran, den habt ihr mit eurem Ex-Partner, mit eurer Ex-Partnerin im Kino gesehen. Ständig werdet ihr daran erinnert, da fehlt was, da fehlt jemand. Ihr musstet vielleicht ausziehen, ihr habt jetzt eine eigene Wohnung, ihr seid allein in dieser eigenen Wohnung, ihr habt sie neu eingerichtet, mühselig mit ein paar Möbeln, die ihr noch mitgenommen habt. Und die Wohnung ist kalt und leer und kahl. Und ihr wollt eigentlich nicht dort sein. Ihr wolltet nie in diese Wohnung ziehen, aber ihr musstet es. Ihr musstet da reinziehen, eben wegen dieser Trennung, weil es absolut unmöglich ist, mit einer Ex noch weiter zusammenzuwohnen. Und jedes Mal, wenn ihr diese Wohnung betretet, stößt ihr euch ab, weil ihr wollt hier nicht sein. Das ist nicht dieses Leben, was ihr wollt. Es ist die falsche Ausfahrt. Euer Leben hat die falsche Ausfahrt genommen. Ihr wolltet noch weiter auf diese Autobahn fahren, aber ihr musstet hier abfahren. Es ist die falsche Ausfahrt. Was macht ihr hier? Das ist nicht euer Leben. Diverse Leute haben mich gefragt in den Kommentaren in der letzten Zeit, ich möchte doch mal bitte einen Beitrag über das Loslassen machen. Und ja, ihr habt recht. Ihr habt verdammt recht. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Wieso habe ich sowas noch nicht gemacht? Es ist so naheliegend. Vielleicht deswegen, weil ich von vielen anderen Leuten immer wieder in die Richtung gedrückt werde. Wie bekomme ich meine Ex zurück? Was kann ich tun? Was kann ich tun, um nicht mehr dieser jammernde Beta zu sein? Was kann ich tun, um ein ernstzunehmender Mann zu sein? Was kann ich tun, damit meine Ex mich vermisst? Niemand fragt wirklich nach dem Loslassen. Und ich finde es absolut toll und ich habe großen Respekt vor den Leuten, die mir in den Kommentaren geschrieben haben, mach doch mal ein Video über das Loslassen. Wenn ihr jetzt loslassen wollt, wenn ihr merkt, oh, ich kann nicht zurück oder ich will nicht zurück oder selbst wenn sie zurückkommen würde, ich weiß nicht, ob ich sie wirklich noch zurückhaben wollte, aber da ist immer noch dieser Trennungsschmerz, immer noch dieses starke Vermissen. Das ist immer noch da und ich komme nicht weiter, ich komme nicht vom Fleck. Ich lerne neue Menschen kennen, aber ich vergleiche sie alle mit meiner Ex. Es hört nicht auf und ich idealisiere sie. Ich habe diese One-Itis. Ich habe sie auf dieses Podest gestellt. Ich bin besessen, ich bin zwangsgestört. Zwangsneurotisch. Ich kann an nichts anderes denken als an diesen Menschen, den ich verloren habe. Aber ich will sie endlich vergessen. Ich will loslassen. Wie kann ich loslassen? Was muss ich tun? Wie lasse ich los? Die Antwort ist nicht so schön, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Die Antwort ist eben nicht, tu dieses oder jenes, um loszulassen. Denn ihr Loslassen ist kein aktiver Prozess. Ja, ihr entscheidet euch nicht, ich lasse jetzt einfach los, wenn es so wäre. Würde die Welt komplett anders aussehen. Menschen könnten sofort auf Emotionen verzichten, die sie gerade haben. Irgendwas stört sie, plupp, na, ich lass los.
Sie haben einfach losgelassen. Das wäre so, als wäre jeder Mensch auf dieser Welt quasi ein Buddha, ein erleuchtetes Wesen, was nicht anhaftet, was alles sofort loslassen kann und in einer absoluten, erleuchteten, tiefen Seelenruhe durch die Welt schreitet. Es ist ein Idealzustand, von vielen Leuten spirituell herbeigesehnt, aber das ist nicht die menschliche Natur. Wir sind Tiere, wir haben Instinkte, wir haben Triebe, wir machen große, schlimme, schlimme Fehler. Und während wir sie begehen, wissen wir es, das ist ein schlimmer, schlimmer Fehler, aber es reizt mich so, ich muss es tun. Es ist Tier in uns, es sind unsere Triebe, es sind unsere Instinkte. Und wenn man uns etwas wegnimmt, dann ist es schlimmer, als wenn wir etwas bekommen. Es gab Studien, da wurde es getestet. Man hat den Probanden 50 Euro gegeben und sie haben sich darüber gefreut. Aber wenn man es ihnen wegnahm, war dieser Schmerz und diese Wut darüber, dass es weggenommen wurde, größer als die Freude davor, als in der Intensität der Emotionen. Wir bekommen etwas, schön. Wenn wir es weggenommen kriegen, wenn man es uns wegnimmt, wenn man es uns stiehlt, dann ist es so viel schlimmer. Und plötzlich schießt der Wert dieses 50-Euro-Scheins in die Höhe. Davor war es einfach so, naja, wieso habe ich nicht 100 Euro bekommen? Wieso kriege ich nur 50 Euro? Aber wenn euch etwas fehlt, dann merkt ihr diesen Verlust doppelt und dreifach. Deswegen ist Loslassen nicht einfach. Wir sind so programmiert, an Dingen anzuhaften, Dinge zu sammeln, Besitztümer anzuhäufen, um uns sicherer und komfortabler im Leben auszustatten. Und das gilt natürlich auch für Menschen. Und das ist sinnvoll. Wir brauchen ein soziales Netz und wir brauchen unterstützende Menschen in unserem Leben. Wir können nicht alleine leben. Die heutige Welt ist sehr groß und ist sehr anonym. Wir können in Großstädten leben mit Millionen von Menschen und kennen doch niemanden wirklich. So sind wir nicht programmiert. Vor Jahrtausenden haben wir in dörflichen Gemeinschaften gelebt oder auch nur in kleinen Nomadentrupps, die von Landstrich zu Landstrich gezogen sind, den Jahreszeiten entlang oder den Tieren hinterher, die sie gejagt haben. Und sie waren immer zusammen und sie haben sich in- und auswendig gekannt. Jeder wusste genau, dieser oder jene Teil unserer Gruppe, dieser Mann, der kann das sehr gut, aber das kann er überhaupt nicht. Man hatte keine Geheimnisse voneinander, es ging nicht. Und heute sitzen wir alleine in Großstädten und nach einer Trennung spüren wir das umso stärker. Denn dieser vertraute Mensch, auch wenn er uns ganz oft angekotzt hat und angepisst hat und uns geärgert hat und uns unfair kritisiert hat und uns das Leben fast zur Hölle gemacht hat, sobald dieser Mensch weg ist, fangen wir an, diesen Menschen zu idealisieren. Und es ist einfach krank. Es ist einfach krank. Und oftmals wissen wir es. Wir wissen es, okay, jetzt überlege ich mir das mal ganz genau. Sie kommt heute Abend und klingelt an meiner Tür und sie will mich zurückhaben. Sie sagt, es war ein großer Fehler, bitte nimm mich zurück. Ich weiß, ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ey. So einfach will ich sie nicht zurücknehmen. Sie hat mich so verletzt, sie ist fremdgegangen oder sonst irgendetwas. Ihr wisst, wenn sie vor der Tür stehen würde und würde sagen, hier hast du den 50-Euro-Schein wieder, würdet ihr sagen so, oh, du, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ey, das ist mir jetzt, boah. Das ist das, was ich sage, wenn eure Ex zurückkommt, dann nicht einfach so, sondern sie muss euch auch glaubhaft das Gefühl vermitteln, dass es sich lohnt, ihr wieder neu zu vertrauen. Deswegen seid ihr der Preis. Ihr seid nicht derjenige, der hinterherläuft und hinterherkriecht und jammert und bettelt. Theoretisch, praktisch, und sinnvollerweise muss es der Mensch sein, der sich von euch getrennt hat. Der muss zurückkommen und euch beweisen, dass es sinnvoll ist, diesen Menschen wieder in euer Leben zu lassen. Weil er bewiesen hat, dass das diesem Menschen nicht wirklich zu vertrauen ist, denn er hat euch verlassen. Das darf er zwar und es ist kein Verbrechen, aber nichtsdestotrotz hat es euch überrumpelt, hat es euch überrascht, hat es euch von einem sicheren, komfortablen Platz des Lebens heruntergerissen und jetzt könnt ihr nicht schlafen, ihr könnt kaum arbeiten. Ihr denkt nur an diesen einen Menschen, ihr hört immer wieder dieselben beschissenen Lieder, ihr treibt euch immer weiter in diesen Schmerz rein und was ihr nicht könnt, ist loslassen. Also, wie lassen wir los, damit wir wieder mehr Kraft im Leben haben, durchschlafen können, auf Arbeit wieder Leistung bringen können und uns nicht ständig krank schreiben lassen müssen, weil wir jetzt kaum aus dem Bett herausschaffen? Ein kleiner Disclaimer, einen kleinen Einschub hier. Leute, wenn es euch richtig schlecht geht, ja, wenn ihr Anzeichen einer Depression zeigt, wenn ihr suizidale Gedanken habt, ja, die einfach nicht aufhören, die immer wiederkehrend sind, dann möchte ich euch bitten, dringend euch Hilfe zu suchen. Das beste Mittel bei einer Trennung ist einfach, sich auch einzugestehen, dass eine Trennung nicht einfach ein Klacks ist. Ich habe das häufig schon gesagt. Trennungsschmerz ist Todesangst. Wir sind getrennt von lieben Menschen
Und diese Trennung müssen wir überwinden, denn wir haben gelernt vor Jahrtausenden von Jahren, wenn wir alleine durch die Savanne gehen, ohne unsere Peer Group, dann sterben wir. Und deswegen müssen wir wieder zurück zu unserer Ex. Deswegen ist es dieser Drang. Wir haben Angst zu sterben, tief in uns drin. Das ist unsere Programmierung. Und deswegen machen wir so blödsinnige Geschichten wie uns vor der Arbeitsstelle aufzubauen oder zu ihr nach Hause zu gehen oder sie zu bombardieren mit Anrufen, ne? Weil es uns so verlockt. Wir wollen diesen kleinen Fix. Oh, wenn ich nur ihre Stimme hören könnte. Wir hören uns alte Sprachnachrichten an. Aber es ist eine Illusion. Dieser Mensch, der euch diese Sprachnachrichten geschickt hat, hey, ich liebe dich, ja, ich komme nachher, komm, wir schauen Netflix, wir bestellen uns was zu essen. Dieser Mensch, der euch das gesagt hat, ist verschwunden und tot. Er existiert nicht mehr. Er bietet euch das nicht. Ihr könnt diesen Menschen nicht mehr an dieser Ebene erreichen. Das ist in der Vergangenheit und die Vergangenheit lässt sich nie wieder wiederholen. Das geht nicht. Selbst wenn dieser Mensch zurückkommt, wird sich alles geändert haben. Ihr könnt es nicht wieder zurückbringen zu dem Stand, wo es war. Das ist unmöglich. Deswegen verschont euch damit, euch zu sehr an die Vergangenheit zu erinnern und an diesen Menschen noch tiefer zu binden und es einfach zu verdrängen, es nicht einzusehen, dass es eine Trennung gab. Ihr tut so, als gäbe es sie gar nicht. Ja, irgendwo wisst ihr, dass ihr getrennt seid, deswegen leidet ihr. Aber tief in euch drin begebt ihr euch immer wieder zurück zu diesem warmen Platz, diesem warmen Ort, an dem ihr euch in eurem Geist, in eurem Bewusstsein, in eurer Emotion an diese Idee von diesem Menschen, ja, an diese Erinnerung von diesem Menschen herankuschelt. Weil es das ist, was, wenn ihr es leibhaftig nicht könnt, dann tut ihr es in Erinnerung, um wieder diese Wärme zu spüren und um euch zu beruhigen. Aber das ist falsch. Das treibt euch in die One-Itis und dann begeht ihr schlimme Fehler, denn ihr akzeptiert nicht die Realität. Also der wichtigste Schritt, um überhaupt mit dem Loslassen anfangen zu können, ist zu akzeptieren, dass eine Trennung geschehen ist. Und das macht ihr am besten genau dann in dem Moment, wenn dieser Satz fällt, du, ich trenne mich von dir. Genau in diesem Moment akzeptiert ihr es, ihr akzeptiert die Trennung und dann geht ihr weg, verlasst euren jetzigen Ex-Partner und dann leidet ihr. Ihr müsst es akzeptieren. Es ist vorbei. Es ist aus. Wenn dieser Ex wirklich zu euch zurückkommen würde, was relativ unwahrscheinlich ist, dann ist es umso unwahrscheinlicher, dass diese Beziehung Erfolg hat. Und wenn beide nicht daran arbeiten, wenn dieser Ex oder diese Ex nicht zurückkommt und sagt, ich habe einen großen Fehler gemacht, ich liebe dich wirklich sehr, wenn es nicht diese Botschaft ist, die rüberkommt, sondern eher so etwas so, na, ich habe keine anderen Varianten und Optionen und die Orbiter waren alle scheiße, ach, nehme ich dich halt mal zurück, dann ist diese Beziehung nicht von langer Dauer. Beide müssen einfach gemeinsam daran arbeiten. Ja? Und da darf nichts unangesprochen bleiben, was in der Beziehung davor schief lief. Aber das führt jetzt zu weit. Ihr müsst diese Trennung akzeptieren. Es ist vorbei. Und selbst wenn es eine weitere Form des Zusammenlebens geben würde oder Zusammenseins, dann wäre das eine komplett andere Beziehung. Aber diese Beziehung jetzt ist vorbei. Es ist aus, sie ist tot und dieser Mensch existiert nicht mehr, so wie ihr ihn kanntet. Das ist wie eine Form von Tod. Und dieser Mensch ist wiedergeboren als ein Mensch, der sich gegenüber euch vollkommen kalt verhält und anders ist. Ja? Und dann werdet ihr irgendwann mal wütend sein auf diesen Menschen. Oh, das macht keinen Sinn. Denn wir sind Menschen, wir begehen alle Fehler und wir verletzen uns alle mal. Das ist wie dieses Lied von R.E.M. Everybody hurts sometimes. Es ist so. Ihr habt schon Menschen verletzt und jetzt wurdet ihr verletzt. Das ist das Spiel des Lebens. Wenn ihr daran stark verzweifelt, dann nehmt euch Hilfe. Ich empfehle euch, eine Gesprächstherapie aufzusuchen. Vielleicht auch eine Gruppentherapie, in denen sich Leute, die getrennt wurden, aussprechen. In Großstädten gibt es sowas häufig. Da kann man hingehen, es kostet nichts. Ja, und man kann sich wie in so einem Stuhlkreis setzen und man erzählt sich gegenseitig die aktuellen Trennungsgeschichten. Das kann sehr beruhigen, wenn man merkt, man ist nicht alleine in diesem Schmerz. Es ist besser, als zu Hause zu sitzen und völlig zu verzweifeln. Dann nehmt euch diese Hilfe. Jetzt aber zu den Tipps von mir, die ich habe für euch, wenn es darum geht, loslassen, den Schmerz loslassen und hoffentlich irgendwann mal unbeschwert aufzuwachen und nach einer halben Stunde, man hat sich schon die Zähne geputzt, einen Kaffee getrunken, merken, ah, ich habe gar nicht an meinen Ex gedacht. Das ist so ein Moment von frischer, schöner Freiheit, den ihr erlebt. Wenn ihr plötzlich merkt, ah, ich hab die letzten paar Stunden nicht an sie gedacht. Klar denkt ihr jetzt an sie, aber ihr merkt, wie frei und wie schön das Leben ist, wenn ihr losgelassen habt. Und das macht euer Gehirn, euer Bewusstsein automatisch. Was wir brauchen, ist Zeit. Wir können nicht sofort loslassen. Wir brauchen Zeit. Ohne Zeit geht es nicht.
Wir sind darauf programmiert, an diesen Menschen gebunden zu sein. Ja? Und je länger die Beziehung war und je schöner sie war und mit noch wie viel mehreren Versprechungen sie verbunden war, vielleicht war man sogar verheiratet und hat Kinder und all dieses, desto schwerer fällt selbstverständlich das Loslassen. Weil man sehr viel eigene Identität und Zukunftsperspektive, die die eigene Person betraf, auch mit diesem anderen Menschen verbunden hat. Und jetzt müsst ihr anfangen, euer Leben alleine zu gestalten und eigene Lebensperspektiven zu entwickeln. Das tut ihr übrigens schon in der Beziehung selbst. Insbesondere Männer, gebt nicht alles auf, nur weil es eurer Freundin keinen Spaß macht. Wenn es euch Spaß macht, mit euren Jungs einmal die Woche kegeln zu gehen, und zwar ohne Frauen, dann macht es weiter. Gebt es nicht auf. Wenn ihr Hobbys habt, gebt sie nicht auf. Ihr müsst euer Leben genauso weiterführen wie vor der Beziehung. Das ist ein starker Frame. Ja? Nur weil sie sagt, ach, ja, ist nicht so schön, dass du samstags immer zum Fußball gehst. Wenn ihr da hingehen wollt, dann geht ihr dahin. Sie hat euch so genommen und so geliebt, wie sie euch kennengelernt hat. Und dann kann sie nicht euch an euch herum manipulieren später. Ja? Über Verhaltensweisen und so weiter kann man sprechen, aber das, was eure Leidenschaft ist, wird niemals aufgegeben. Damit ihr auch etwas habt, mit dem ihr euch beschäftigt, das nichts mit eurer Partnerin zu tun hat. Das braucht ihr ganz dringend. Ihr braucht Me-Time. Ja? Nicht nur gemeinsame Zeit, sondern auch eigene Zeit. Eigene Zeit, in der ihr alleine seid, in denen ihr euch, in dem ihr einfach mal die Fresse halten könnt und dürft und euch auf Dinge konzentrieren könnt, die euch wirklich begeistern. Das ist wichtig. Okay, also wir brauchen Zeit. Und ich erinnere euch nochmal dran, loslassen ist nichts, was man macht. Es ist etwas, was plötzlich geschieht. Das ist so ähnlich wie, ihr habt euch einen Zeh angestoßen, er tut euch 3 Tage lang weh. Ja, und plötzlich merkt ihr, komisch, heute hat mir der Zeh gar nicht wehgetan. Ne? Der Schmerz war den ganzen Tag weg, es ist euch erst gar nicht aufgefallen. Und so ist es, wenn ihr eure Ex loslasst. Das ist wie, es passiert in Schüben. Und es gibt quasi blitzhafte Momente, in denen ihr plötzlich wie ein Flecken Licht durch Nebel seht. Und das kann Hoffnung und Mut machen, weil ihr plötzlich seht, oh, war das schön, nicht an die Ex zu denken. Ich konnte mich auf meine Arbeit konzentrieren und ich konnte ein Gespräch mit meinen Kollegen führen und es war cool und ich musste nicht immer mit meinen Gedanken abweichen. Ich war völlig im Moment. Ich konnte mich diesen Menschen völlig im Moment hinwenden. Und da wollt ihr hin und das braucht Zeit. Und wie unterstützen wir das jetzt, also diesen Prozess des Loslassens? Als allerersten Schritt, ich sag's häufig, es kommt euch schon zu den Ohren raus, das Beste ist Workout und Sport. In der Beziehung, besonders Männer, werden in der Beziehung faul. Ne? Man setzt Kalorien an und so weiter, weil man hat ja jetzt eine Frau, man hat eine Freundin. Also müssen wir nichts an unserem Körper machen, weil die meisten Leute rennen schlichtweg einfach ins Gym, weil, ja, um wieder eine sportliche Form zu bekommen für den Sommer im Park oder am Meer. Ja? Oder weil man auf der Suche nach einem Partner ist. Und dann versucht man sich natürlich so best als möglichst herauszuputzen. Aber da ihr wisst, meine Meinung ist folgende, selbst in einer Beziehung hört the game nie auf. Selbst in einer Beziehung dürft ihr nie aufhören, mit eurer Partnerin zu flirten, ihr auch mal Aufmerksamkeit zu entziehen, wenn sie sich euch gegenüber nicht vernünftig verhält, ihr aber auch wieder Aufmerksamkeit zu schenken, wenn dieses Verhalten wieder positiv und angenehm ist. Das hört nie auf. Das mag vielen da draußen nicht gefallen, aber Männer müssen an einer Beziehung arbeiten. Das heißt allerdings auch, und sehr, sehr wichtig, nicht alle Wünsche dieser Frau zu erfüllen, weil sie denkt dann irgendwann mal, egal was ich sage, er macht's. Er macht's für mich. Ist eigentlich eher wie ein Butler mittlerweile. Er ist keine Herausforderung mehr. Ne? Ihr verliert euren Frame und sie verliert den Respekt euch gegenüber. Vereinfacht gesagt. Okay, Workout, ganz wichtig. Und das macht ihr natürlich auch in Beziehung. Ne? Und dann habt ihr eine gewisse Routine. Ne? Sei es jeden Tag um 7 Uhr steht ihr auf und lauft eine Runde. Oder jeden Abend um 8 Uhr geht ihr ins Gym. Ne? An einem Tag strampelt ihr und macht Ausdauertraining. An anderen Tagen macht ihr Krafttraining. Ja? Und insbesondere, was wirklich, wirklich gut ist, ist schwere Scheiße hochzuheben. Ja? Schwere Scheiße hochzuheben ist das Beste, was ihr machen könnt. Das ist Gewicht. Ja, das sind Hanteln und so weiter, ne? Weil euer Geist, euer Bewusstsein konzentriert sich völlig auf diese irrsinnige Belastung. Das ist wie ein meditativer Moment, wenn ihr dagegen ankämpft aufzuhören und wenn ihr nochmal eine Wiederholung macht und die Hantelstange nochmal hochdrückt. Ne? Ihr könnt wirklich völlig abschalten und dafür ist Krafttraining einfach super. Ne? Ganz abgesehen davon, besonders Männer fühlen sich wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut, wenn sie Krafttraining machen. Ja? Das heißt nicht, ihr müsst nicht gleich 5 Liter Proteinshakes saufen am Tag. Es geht erstmal nur darum, etwas zu tun und schwere Scheiße hochzuheben. Das bringt euch in den Körper zurück.
und bringt euch aus dem Kopf raus, indem ihr ständig über die Ex nachdenkt. Ja, macht euch auch einfach männlicher, davon mal abgesehen. Ja, ihr fühlt euch besser, ihr habt nicht mehr Rückenschmerzen, ne, all dieses Zeug. Und wenn ihr euch draußen bewegt, habt ihr das Gefühl, oh, ich glaube, die Schwerkraft hat abgenommen auf der Erde. Ne? Vor einem halben Jahr habe ich mich hier noch wie ein Sack Mehl durch die Gegend geschleift und jetzt kann ich wirklich laufen, ohne dass mir ständig alles wehtut. Gilt insbesondere für die älteren Säcke wie mich. Das nächste ist dann Reisen. Ja, wenn ihr es könnt, wenn ihr es finanziell könnt, dann reist. Am besten mit einem Freund. Reist irgendwo hin. Wenn ihr niemanden zur Hand habt, dann macht einen Städtetrip. Reist nach Paris oder nach London. Ne? Holt euch irgendwie einen Reiseführer dafür, guckt euch ein paar schöne YouTube-Videos an über die Stadt, die ihr euch ausgesucht habt, was euch da interessieren könnte und schaut euch das an. Einfach eine Ortsveränderung. Ne? Oder macht eine längere Reise. Ne? Das ist die Frage, ob ihr euch das alleine zutraut, ne? Weil alleine sein ist halt auch mal so eine Sache. Aber es könnten auch einfach wirklich super Aktivitäten sein, ne? Wie, weiß was ich, vielleicht mit einer Wandergruppe einfach mal losziehen. Ne? Oder generell über Gruppenaktivitäten anzustreben, Gruppenreisen. Ne? Weil da lernt man dann auch einfach gleich noch Leute kennen. Einfach eine Ortsveränderung, damit ihr aus der alten Routine rausbrecht. Wenn euch das nicht möglich ist, ja, wenn auch der Städtetrip nicht klappt, dann vielleicht in der Stadt könnt ihr einen Freund fragen, hey, kann ich bei dir mal ein, zwei Nächte pennen? Damit ihr mal aus der Wohnung rauskommt, aus der Routine. Ne? Vielleicht sagt er, hey, ist cool, super, wir gehen beide arbeiten, abends unternehmen wir irgendwie was, ich bin für dich da, Bruder. Und dann pennt ihr einfach mal bei dem. Ne? Und abends wird gezockt oder ihr geht weg in eine Kneipe oder ihr sprecht Frauen an, was auch immer. Aber ihr seid vor allen Dingen, darum geht's, ihr seid aus eurer gewohnten Umgebung raus. An der ihr eventuell erinnert euch alles, was ihr um euch herum seht, an eure Ex. Ja? Weil sie in dieser Wohnung euch immer besucht hat oder sie hat sogar bei euch gewohnt. Jada, ihr wisst, was ich meine. Also einfach raus. Unterbrecht die Routine. Und gleich zum nächsten, Erinnerungsstücke kommen in einen Karton. Ja? Also ich würde sogar sagen, verbrennt die ganze Scheiße. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Schritt. Das heißt Bilder, Andenken, Briefe, Postkarten, Dekorationsobjekte, Klamotten, die sie euch geschenkt haben. Ihr müsst jetzt nicht alles gleich einpacken, aber wenn das in euch eine emotionale Reaktion hervorruft, so, oh, ich kann diese Jacke nicht mehr sehen, die sie mir geschenkt hat, ne? Dann rein in den Karton, ne? Oder gleich zur Altkleidersammlung. Aber Bilder insbesondere, Erinnerungsstücke und so weiter, das heißt auch das Handy durchputzen, das tut saumäßig weh, aber geht ran, löscht alle Bilder. Ne? Wenn ihr sie nicht löschen könnt, weil ihr noch nicht an diesem Schritt seid, dann ladet sie halt in irgendeine Cloud hoch oder auf irgendeine Festplatte, aber dass sie vom Handy verschwinden, ja? Damit ihr nicht ständig drüber stolpert, wenn ihr irgendwie Bilder bearbeitet. Ja, oh, schon wieder ein Bild mit der Ex. Ja? Also alles, was euch an die Ex erinnern könnte, weg. In Karton packen oder löschen oder verbrennen oder wegschmeißen oder an irgendwie die gemeinnützige Organisation geben, weiß der Henker was. Ne? Weg, es muss weg, damit es euch nicht ständig triggert. Dann Routinen ändern, ähnlich das wie mit dem Reisen und vielleicht mal beim Freund zu pennen. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber probiert es einfach mal aus. Wählt einen anderen Weg zur Arbeit. Wählt einen anderen Weg als üblich zum Gym. Geht mal in einen anderen Supermarkt zum Einkaufen. Verändert Routinen und Wege, denn das beschäftigt euren Kopf. Ja, es lenkt euch ab. Wenn ihr mal einen anderen Arbeitsweg nehmt, den ihr noch nicht so häufig genommen habt, denkt ihr so, ah, guck mal, ach, hier ist auch noch ein Bäcker, wusste ich gar nicht. Genau in dem Moment seid ihr schon aus dem Kopf raus und ihr lernt eine neue Umgebung kennen. Ne? Und das kann euch ablenken. Unterbrecht übliche Routinen. Auch im Haushalt und der übliche Abläufe. Ne? Wenn ihr, ach, jetzt fällt mir eigentlich nichts ein, aber wenn ihr bestimmte Sachen an einem bestimmten Tag gemacht habt, in einer bestimmten Abfolge, ändert die Tage, ändert die Abfolge. Ne? Es kann auch sein, einfach die Wohnung mal umdekorieren. Das Bett kommt von der Wand zu der Wand. Das Bild hänge ich ab, dafür kommt das andere da hinten an die Wand. Der Sessel kommt raus, dafür kommen Stühle rein. Weiß was ich, dekoriert die Bude um. Das ist auch gleichzeitig körperlich. Alles, was körperlich ist, ist großartig. Es beschäftigt euch, es ist produktiv. Ihr nehmt euch eine Aufgabe vor, wie zum Beispiel das Bett kommt von der Wand zu der Wand. Das ist ein Projekt. Und wenn ihr das Bett von der zu der Wand geräumt habt, habt ihr ein kleines Erfolgsgefühl, weil ihr habt dieses Projekt abgeschlossen. Wenn ihr nachts nicht schlafen könnt, anderer Tipp, oder auch tagsüber, euch geht es einfach so wahnsinnig schlecht, ihr habt einen Tag frei und ihr wisst nicht, was ihr tun sollt und ja, ich sage halt immer, macht Sport. Aber was auch noch eine Möglichkeit ist, und jetzt wird's lustig, liebe Männer, macht Hausarbeit. Ja? Nach meiner letzten Trennung, wenn ich nicht schlafen konnte, weil ich dachte, ich drehe durch, gehe die Wand hoch, bevor ich dann mich bei der Ex gemeldet habe, was natürlich klar war, was ich nicht tue, wegen der Kontaktsperre, die ich sehr strikt eingehalten habe.
Dann habe ich das Klo geputzt, dann habe ich die Küche geputzt, dann habe ich das Linoleum gewischt, ja. Dann habe ich Staub gewischt und so weiter und dazu Podcasts gehört oder Musik gehört. Macht einfach, seid produktiv, nehmt euch ein Projekt vor und wenn ihr es abgeschlossen habt, fühlt ihr euch automatisch schon besser. Jo, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar ist es Meditation. Ich habe das schon hin und wieder mal gesagt. Ich weiß, viele von euch werden damit nichts anfangen können. Ich sag mal, probiert es einfach mal aus. Ich empfehle die Einsichtsmeditation, heißt es, oder Vipassana mit Vipassana. Vipassana-Meditation ist eine urbuddhistische Meditationsform, die ohne Mantren und etc. Kram auskommt. Ist relativ pur und auch nicht so, es wirkt nicht so heilig einfach, ne? Wie wenn man in irgendwie eine Meditationsgruppe geht und überall, was weiß ich, Heiligkeiten an der Wand hängen und so weiter. Wird oft von thailändischen Mönchen in Deutschland unterrichtet, ne? Thailändischen Theravada-Mönchen. Aber es gibt auch andere Meditationsgruppen, die sich zum Beispiel auf Jon Kabat-Zinn berufen. Das ist jemand, der den Erfolg von Einsichtsmeditation zum Beispiel in der Schmerztherapie nachgewiesen hat, klinisch erprobt hat. Ne? Da gibt es auch Bücher von Jon, Jon, Kabat, Kabat. Bindestrich Zinn, Zinn wie das Metall. Na? Und der hat Bücher darüber, du bist völlig frei von Religion, da geht es schlichtweg nur um Meditation und wie segensreich und wie wohltuend es sein kann, auch wenn man körperliche Schmerzen verspürt. Und da eine Trennung nicht nur ein psychischer Schmerz ist, sondern sich auch genauso anfühlt wie ein körperlicher Schmerz, weil wir haben körperliche Symptome, Schmerzen im Bauch, Schmerzen in der Herzgegend. Es ist so, das ist keine Einbildung, ihr habt da wirklich Schmerzen. Hilft euch Meditation auch körperlich, nicht nur geistig, auch körperlich. Was lernt ihr in der Meditation? Ihr lernt Ausdauer und Geduld, euch einer Situation hinzugeben, die erstmal langweilig ist, weil ihr sitzt nur da, ihr macht die Augen zu und ihr konzentriert euch auf die Atmung. Das ist unfassbar langweilig, aber ihr lernt immer wieder auch euch auf dieses erstmal langatmige Gefühl des Luftstroms auf der Nase beim Ein- und Ausatmen zu konzentrieren oder das Heben und Senken der Bauchdecke, je nachdem, was ihr beigebracht bekommt. Das macht ihr am besten in der Gruppe. Ich halte nichts davon, irgendwelche Apps runterzuladen, denn in der Trennungsphase wollen wir auch die Wohnung verlassen und wir wollen am besten auch noch neue Leute kennenlernen. Und ähnlich wie die Routinen ändern oder den Arbeitsweg ändern, bringt es euch einfach eine ganze Menge, wenn ihr einfach in eine Meditationsgruppe geht. Und es ist einfach was komplett Neues. Euer Hirn ist plötzlich mit einer neuen kleinen Mini-Welt beschäftigt. Und das bringt euch wieder ein Stück weg von den Gedanken und dem Leiden an eure Ex. Deswegen wollt ihr neue Dinge machen, neue Dinge ausprobieren, damit neue Informationen in euer Leben kommen und alte Informationen peu à peu versenken und verschwinden und überlagert werden. Deswegen sage ich, geht in eine Gruppe. Ganz davon abgesehen halte ich von Meditations-Apps auch überhaupt gar nichts. Das ist nur eine weitere Ablenkung. Schon wieder irgendetwas, was mit dem Scheiß-Smartphone zu tun hat. Und die Aufgabe liegt einfach bei euch. Ihr braucht nichts zu meditieren, außer euren Körper. Jeder Mensch kann meditieren. Es gibt niemanden, der berechtigterweise sagen könnte, ich kann nicht meditieren. Es gibt so Irrglauben dazu, zum Beispiel, ah, meditieren heißt doch an nichts mehr zu denken, aber ich muss immer an was denken. Das ist nicht Meditation. Meditation ist es, sich darauf zu konzentrieren. Ja, wir können das jetzt vielleicht einfach mal machen. Setzt euch hin in eine aufrechte Position, auf einen Stuhl oder in Schneidersitz oder vielleicht in einen halben Lotus oder vollen Lotus, wenn ihr so gelenkig seid. Schließt die Augen und atmet ein und aus. Mit geschlossenem Mund durch die Nase. Spürt den Luftstrom an der Nase bei der Einatmung und bei der Ausatmung und kommt in einen ruhigen Fluss. Atmet ein und atmet aus und spürt den Luftstrom an der Nase, diesen kühlen Luftstrom, wie eure Nasenflügel dadurch gekühlt werden. Dann überprüft eure Körperhaltung, richtet euch wieder auf. Ihr merkt vielleicht den Druck von eurem Hintern auf dem Stuhl oder den Druck auf den Füßen, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt. Rollt eure Schultern nach hinten und lasst eure Hände und eure Arme ruhig ruhen in eurem Schoß oder auf euren Oberschenkeln. Legt sie einfach bequem ab, legt sie vielleicht ineinander, formt sie irgendwie, haltet vielleicht mit einer Hand einen Daumen fest und einfach legt sie friedlich ineinander. Bewegt eure Hände danach nicht mehr und versucht euren Körper nicht mehr zu bewegen, außer wenn ihr eure Sitzhaltung wieder aufrichten wollt. Ne? Zieht dafür ein klein wenig euer Kinn ein
Und der Scheitelpunkt an eurem Kopf drückt sich so etwas gegen den Himmel, gegen die Decke. Und sitzt so aufrecht und ruhig. Dann konzentriert euch wieder auf die Atmung, auf die Einatmung und auf die Ausatmung. Dann werden Gedanken kommen. Ihr werdet denken, was mache ich hier für einen Scheiß? Ich wollte ein Video hören übers Loslassen. Und jetzt macht er mit mir hier eine Meditationsübung. Gebt euch dem einfach mal hin. Es wird nichts hinzugefügt, das verspreche ich euch. Niemand versucht euch zu manipulieren. Was ihr macht, ist das Simpelste und Einfachste, was euer Körper tun kann. Atmen und ruhig sitzen. Das ist nichts Magisches. Das ist erstmal nichts Spirituelles. Es ist erstmal nichts Religiöses. Es ist eine Grundfunktion des Körpers. Und was ihr jetzt macht, ist das, was euch sowieso schon gegeben wurde, nämlich eure Atmung und euer Körper zu benutzen, um euch zu beruhigen. Und das ist großartig. Ihr braucht dafür keinen Alkohol, keine Zigaretten, keine Filme, keine Musik, keine Telefonate mit euren Freunden über das Problem, was ihr gerade habt. Theoretisch bietet euer Körper alles, was ihr braucht, um euch zu beruhigen und eure Gedanken einspitzig werden zu lassen. Einspitzig heißt, ihr konzentriert euch auf eure Einatmung und Ausatmung und auf euren Körper, indem ihr immer wieder überprüft, wie ist meine Körperhaltung und richtet euch wieder auf. Das Ganze ohne Druck, ohne keine raschen Bewegungen, sondern ganz entspannt und ruhig. Mikro, kleinste Mikrobewegung, die Schultern wieder zurückzurollen, wieder leichtes Kinn einzuziehen, die Augen zu schließen, den Mund zu schließen und immer wieder zurück zur Atmung zu kommen, wenn ihr diesen kleinen Check durch euren Körper habt laufen lassen. Das ist quasi Meditation, so wie ich es gelernt habe und wie ich es auch gelehrt habe, denn ich war mal Leiter von einer Meditationsgruppe, was ich hier noch nie gesagt habe. Ich war in Thailand längere Zeit, ein paar Monate, und habe dort in Meditationsklöstern im Wald gelebt und bin auf Almosenrunde mit den Mönchen dort gegangen. Ich habe also 20 Jahre lang Meditationserfahrung, auch in der Zen-Tradition, in verschiedensten buddhistischen Traditionen, und war fast weltweit unterwegs zu Meditationsseminaren, längeren Schweigeseminaren, kürzeren Sessions, wie man das im Zen-Buddhismus zum Beispiel nennt, die stellenweise sehr, sehr hart waren, mit bis zu 8, 9, 10 Stunden Meditation am Tag. Deswegen kann ich aus erster Hand euch sagen, das Zeug wirkt. Es ist allerdings nicht leicht. Und was ist nicht leicht? Ihr müsst da dranbleiben. Alles andere ist leicht. Ihr müsst einfach nur atmen, das macht ihr sowieso. Und ihr müsst euch darauf konzentrieren. Das einzig Schwere ist, dabei zu bleiben und es einfach mal zu probieren. Lustigerweise habe ich genau das damals gelernt und mich dafür interessiert, als ich eine sehr schlimme Trennung in meinen frühen 20er Jahren hatte, mit 23, 24. Da bin ich auf die Meditation gestoßen und sie hat alles in mir verändert. Und sie beeinflusst mich noch bis heute und ich meditiere auch noch bis zum heutigen Tag. Ich bin sogar der Meinung, dass es toll wäre, wenn man Kindern Achtsamkeit oder Meditation an der Schule beibringen würde. Das würde ihnen eine ganze Menge bringen. Aber, na gut. So, dann hätten wir also das. Und durch die Meditation lernt ihr auch einfach, Gedanken gehen zu lassen. Ne? Wenn ihr da sitzt und atmet ein und atmet aus, tauchen Gedanken in euch auf und Emotionen, die sind unangenehm. Ne? Entweder, ich würde jetzt gerne an den Kühlschrank gehen und was essen. Nee, du hast genug heute gegessen. Nach dem Meditieren gehst du eigentlich in Sport. Ah, ich denke an meine Ex und so weiter und ich vermisse sie so sehr. Auch diesen Gedanken lasst ihr fahren und das macht ihr aktiv, indem ihr euch bewusst wieder auf die Atmung konzentriert. Und diese Erfahrung, dass ihr eure Gedanken etwas steuern könnt, dass ihr aussuchen könnt, was ihr denken wollt. Und dafür braucht ihr aber Übung. Das geht jetzt nicht, nachdem ihr mein Video gehört habt einfach, ja? Sondern dafür braucht ihr Übung und Anleitung von einem echten Menschen in der Meditationsgruppe. Ne? Und wenn die erste Meditationsgruppe nichts ist, weil der Typ, der das da euch beibringt, ein totaler Idiot ist, euch unsympathisch und nach Schweiß stinkt, dann sucht ihr euch halt eine andere. Ja? Aber hört nicht auf, gebt damit nicht auf. Ich sag euch, es ist das Beste, was in meinem Leben jemals passiert ist, ist meditieren zu lernen. Und dadurch bekommt ihr ein bisschen mehr Kontrolle für eure Gedanken. Ja? Nach meiner letzten Trennung, die war auch nicht leicht, habe ich oft natürlich genau wie ihr jetzt in eurer Situation Erinnerungen und Gedanken an die Ex gehabt. Und ich konnte mich kaum durch den Alltag bewegen. Was ich aber gemacht habe, war, sobald ich gemerkt habe, ich denke an die Ex, habe ich mich bewusst auf etwas anderes konzentriert. Nehmen wir mal an, ich bin eine Straße lang gelaufen, ne, von der Arbeit nach Hause und da ist wieder dieser Gedanke an die Ex. Dann habe ich mich bewusst darauf konzentriert, diesen Baum anzusehen. Aha, der Baum. Schau dir diesen Ast an, der geht ein bisschen hoch, ein bisschen nach rechts.
Da oben sind drei, vier Blüten dran. So, ganz bewusst auf etwas anderes konzentriert oder auf die Empfindung meiner Füße, wie sie auf dem Asphalt drücken beim Laufen. Ganz bewusst einspitzig, wie in der Meditation auf den Atem, da habe ich mich einspitzig im Alltag auf irgendetwas konzentriert. Sobald ich gemerkt habe, ich bekomme traurige oder verzweifelte, vermissende, negative Gedanken. Und indem ich diesen Gedanken immer wieder so begegnet bin, durch quasi Achtsamkeit im Alltag, so nennt man das nämlich, wenn man sich achtsam auf etwas konzentriert. Man kann auch achtsam Kaffee trinken, man kann achtsam auf dem Scheißhaus sitzen. Man kann sich achtsam die Zähne putzen. Es gibt nichts, was ihr nicht quasi meditativ achtsam tun könnt, indem ihr euch auf diese Handlung ausschließlich konzentriert, um in dem Moment an nichts anderes zu denken, als eben ans Zähneputzen und die Empfindung der Zahnbürste am Zahnfleisch oder auf den Zähnen und die Bewegung, die eure Hand dabei macht. Wenn ihr euch wirklich da hinein konzentriert und diese Handlung nicht mehr automatisch ausführt, ohne wirklich drüber nachzudenken, werdet ihr sehr konzentriert und auch sehr ruhig. Das verspreche ich euch. Leicht ist es natürlich nicht. Ihr braucht dafür Übung und Anleitung. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt mal den ersten Anstoß dazu gegeben, das vielleicht mal auszuprobieren. Das wäre Meditation. Und insofern, dann fasse ich jetzt noch mal kurz zusammen. Positive Ablenkung. Negative Ablenkung wären Saufen gehen, Rauchen, Drogen nehmen, weiß was ich, in Puff rennen, weiß der Teufel was. Irgendetwas, um einfach irgendwie dieses Loch mit nicht heilsamen, nicht produktiven Dingen, die euch nicht körperlich und geistig voranbringen, zu stopfen. Nach einer Trennung, diese Leere, in der ihr seid, diese Zeit, die ihr braucht, um wirklich loslassen zu können, denn das macht ihr nicht aktiv, das geschieht einfach, ihr könnt es nur unterstützen, nutzt diese Zeit, indem ihr in der Kontaktsperre seid, mit produktiven Dingen. Das habe ich gesagt, reisen oder mal die Örtlichkeit verändern, bei einem Freund zu pennen, Routinen ändern, Abläufe im Alltag zu verändern oder den Weg zur Arbeit mal zu variieren zum Beispiel, Workout natürlich, Sport, Krafttraining insbesondere ist sehr, sehr gut, weil es die Anspannung eines Muskels, spannt mal eure Hand an zur Faust. Na, sobald ihr so eine intensive Spannung in eurem Körper habt, fällt es euch schwer, über etwas anderes nachzudenken als diese Anspannung. Und deswegen ist Krafttraining sehr gut. Sobald ihr etwas Schweres hochhebt, fällt es euch schwer, euch überhaupt über irgendetwas anderes Gedanken zu machen. Na, man kann es. Aber es fällt euch schwerer, denn diese Anspannung fordert eure Konzentration. Hausarbeit, ja, putzt die Bude, räumt auf oder dekoriert sie um, auch sehr gut. Ne? Und dann halt Meditation oder Achtsamkeit lernen. Das wären meine Tipps zum Thema Loslassen. Zunächst habe ich erstmal nicht viel mehr dazu zu sagen, das sind die Dinge, die ich immer gemacht habe. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, fällt mir gerade ein. Handy. Wir haben vorhin über das Handy gesprochen. Ich habe euch empfohlen, alles zu löschen. Ja? Chatabläufe, alte Sprachnachrichten, alles löschen, damit ihr euch diesen Scheiß nicht immer wieder anhört und euch tiefer da hineinreitet. Ändert den Namen eurer Ex auf dem Handy. Ja? Wenn die jetzt, weiß was ich, XY hieß, nennt sie AB. Ja? Also jetzt nicht keine Fantasie. Ihr könnt einen Fantasienamen geben oder ihr kürzt den Namen ab in Initialen. Weil ihr habt gelernt, immer wenn, vielleicht habt ihr sogar noch einen Kosenamen drin, ja, und immer wenn dieser Name aufploppte, wenn ihr eine Push-Up-Nachricht bekommen habt oder so, dann habt ihr eine emotionale Reaktion gehabt. Und die habt ihr jetzt auch noch, immer wenn dieser Name auftaucht, wenn dieser Mensch euch wirklich mal schreiben sollte. Oder wenn ihr einfach nur die Kontaktliste durchscrollt, weil ihr eine Nummer von einem Arzt sucht und plötzlich rollt ihr über diesen alten Namen, dann ist es wie ein Stich ins Herz. Weil ihr darauf programmiert seid, diesen Namen emotional zu deuten. Der ist emotional assoziiert. Deswegen benennt eure Ex im Handy einfach um. Vielleicht in Initialien oder nennt sie einfach Arschloch. Was weiß ich. Es kann ja auch witzig sein. Ja, muss ja gar nicht ernst gemeint sein. Aber einfach, dass wenn ihr diesem Kontakt wieder begegnet, in welcher Form auch immer, wenn ihr diesen Namen seht, dass ihr nicht diese starke emotionale Reaktion habt. Und natürlich auch das Kontaktbild rausschmeißen. Und dann natürlich in der Kontaktsperre bleiben. Das Allerwichtigste fürs Loslassen ist natürlich die Kontaktsperre und nicht ständig Kontakt aufzunehmen. Und versucht, wenn es euch irgendwie möglich ist, so wenig wie möglich an diesen Ex-Partner zu denken. Ja? Und kommt einfach mal raus aus diesem Saft. Ne? Ständig darüber reden zu müssen, ständig darüber schreiben zu müssen, Briefe schreiben zu müssen, ständig um Gottes Willen diesem Typen auch noch zu schreiben oder dieser Frau. Unterlasst das, denn das verstärkt die One-Itis. Und das verstärkt letztendlich eure Verzweiflung, euren Schmerz und macht euch noch verzweifelter. Ihr selbst habt es jetzt in der Hand.
Dieser Mensch, der sich von euch getrennt hat, es wird euch nicht gefallen, hatte alles Recht dazu, sich von euch zu trennen. Denn er ist ein Mensch und kann entscheiden, was er mit seinem Leben macht oder nicht. Ja, wenn sich eure Ex von euch getrennt hat, warum auch immer, es mag euch nicht gefallen, vielleicht hat sie einen neuen, es ist egal, es ist ihr gutes Recht. Also erzählt mir nicht, dass alle Frauen Schlampen sind oder irgend so ein Mist. Das sind sie nicht. Ja? Es war ihr gutes Recht, sich von euch zu trennen, auch wenn es noch so beschissen ablief. Aber sie kann mit ihrem Leben machen, was sie will. Mach du jetzt mit deinem Leben das Allerbeste daraus. Darum geht es. Und ob du, wie lange du leidest und wie schlecht es dir geht, das kannst du positiv oder negativ beeinflussen. Und deswegen sage ich dir, beeinflusse es positiv. Und versuch mal diese Tricks, die ich euch hier genannt habe. Leute, ich war Coach Micha. Glaubt an euch. Glaubt an den Prozess. Peace.